Sie haben gerade Ihre Bewerbung für Bayreuth nochmal irgendwie kundgetan mit Christian Thielemann. Eben haben Sie mir schon erzählt, es geht gar nicht darum, unbedingt nur mit Christian Thielemann die Bayreuther Festspiele zu leiten. Sie sind auch offen für eine dritte Person in der Führungsriege. Was für eine Person muss das sein? Also ich glaube, künstlerisch haben Thielemann und ich genug zu sagen und auch sind auch in der Lage, künstlerische Entscheidungen zu treffen. Wenn es eine dritte Person sein sollte, müsste sie sich vor allem um den kaufmännischen, wirtschaftlichen Bereich kümmern. Also in der großen Tradition von jetzt Intendanten, die auch erfolgreich sind, Genau. die nicht künstlerische Leiter unbedingt nur sind, sondern die Richtig. auch wie in Müllig-Seepauser, wie in Löwe, wie in Richtig. Rudzicka bewiesen haben, dass sie ein Haus sozusagen auf die Beine stellen können. Richtig. Gleichzeitig sagen Sie aber auch inzwischen, das wird ja oft kritisiert, dass Sie viel zu jung sind, um ein Haus künstlerisch auf die Beine zu stellen, aber Sie machen ja auch einiges und Sie haben auch ein Konzept Richtig. entwickelt, was darüber hinausgeht, nur diese 10 Opern in Bayreuth zu spielen, Richtig. sondern auch ein wirtschaftliches Konzept. Wie sieht denn das aus? Das wirtschaftliche Konzept ist einmal sehr darauf aus, sozusagen den Steuerzahler nicht weiter zu belasten, weil wenn wir sozusagen immer die Spitzenqualität nach Bayreuth holen wollen, ist es fraglich, ob das Garagengefüge so noch haltbar ist. Auch bei den dauernden Preissteigerungen wird es einfach teurer. Das wirtschaftliche Konzept sieht einfach so aus, dass man Wege auch ergreifen muss, die teilweise in den Bereich Sponsoring reinfallen, aber eben nicht übersponsert, wie bei jedem anderen x-beliebigen Festival. Da ist was sehr Dezidiertes ausgearbeitet, auch eben, dass man ein Internetportal macht, um neue Publikumsschichten anzusprechen. Ja. Wir müssen uns etwas umstrukturieren, was zum Beispiel die Kartenbestellung angeht. Ich könnte mir auch Downstreams direkt vorstellen, zum Beispiel von Proben, zum Beispiel von Vorstellungen, dass man diese Möglichkeit einfach auch nutzt, des Internetportals neue Publikumsschichten zu erschließen, DVDs produzieren von den Vorstellungen, um die Exklusivität nicht zu gefährden. Das müsste dann man noch mit den Verantwortlichen diskutieren. Könnte man die erst am Ende produzieren, sozusagen, wenn ein Stück ausläuft. Bloß das sind natürlich Quellen, die muss man nutzen. So eine DVD ist ja nicht nur eine Einnahmequelle, sondern auch ein historisches Dokument. Das darf man auch nicht vergessen. Also als Mitglied des Bayreuther Förderkreises, als Supermitglied des Bayreuther Förderkreises, kann ich, wenn ich keine Karte für die Premiere habe, eventuell sogar mir eine Premiere zu Hause am Computer angucken? Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Damit gewinnt man auch, glaube ich, deutlich neue Publikumsstrukturen, weil man die Leute neugierig macht, dass die erstmal sehen können und dann den Ort selber erleben möchten. Es wurde ja. Der Ort, Entschuldigung, ganz kurz, hat ja eine einmalige Akustik, die kann man durch eine Übertragung nicht erreichen. Das wissen die, die einmal in Bayreuth saßen, deswegen verliert er nicht an Exklusivität, um jetzt gleich mal das Gegenargument vorwegzunehmen. Viele haben ja gesagt, dass Ihre Meistersinger-Inszenierung eine Art Bewerbungsschreiben auf der Bühne war. Dieses Bewerbungsschreiben war deshalb so überzeugend, weil Katharina Wagner eigentlich auf nichts Rücksicht genommen hat, außer auf Richard Wagner und auf Katharina Wagner. Ja, also da spielte der Stiftungsrat, da spielte das Publikum, da spielte der Vater, da spielte eigentlich nichts eine Rolle, sondern einfach nur, was will ich sagen mit diesem Werk über die Kunst und über die Freiheit der Kunst und über die Verführbarkeit der Kunst. Diese Offenheit legen Sie jetzt auch an den Tag, indem Sie sagen, ich will das jetzt werden. Sie wissen genau, dass es in verschiedenen Wagner-Verbänden oder sowas andere Positionen gibt. Ist es schwierig, diesen Geist der Meistersinger, den Sie da aufgeführt haben, in der Realität zu beweisen? Ja, natürlich, ich meine, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Zum einen haben ja Wagner-Verbände gar nichts mitzubestimmen. Das muss man mal, dieses Gerücht muss man einfach mal aus der Welt räumen, dass Wagner-Verbände sich positionieren und sagen, ich mag Katharina Wagner und Herrn Thielemann oder ich mag sie nicht, ist die eine Sache. Sie sitzen aber nicht in den entscheidenden Gremien. Zum anderen habe ich eben mitbekommen, dass sich Teile des Stiftungsrates, Teile wohlgemerkt, positionieren. Und für meinen Geschmack nicht richtig positionieren. Und mir geht es mal wieder nicht darum, mir den Titel ans Revers zu stecken, sondern mir geht es um die Bayreuther Festspiele. Deswegen haben auch Thielemann und ich ganz deutlich gesagt, uns geht es um die Sache, wir müssten dafür auch viele Abstriche in Kauf nehmen, weniger Regie führen, weniger dirigieren. Das ist viel mehr Arbeit, wie wir jetzt haben. Das muss man auch mal ganz deutlich aussprechen. Und wir sind keine Nachlassverwalter. Das heißt, wenn wir zur Verfügung stehen, dann jetzt. Und nicht eben, wenn irgendeine Interimslösung kommt, dass wir dann nochmal 8 Jahre irgendwas verwalten müssen, womit wir künstlerisch gar nicht konform gehen. Dafür sind Sie beiden ja auch jung genug. Umso mehr hat es verwundert, dass Sie in Ihrem Interview gesagt haben, dass Sie hauptsächlich auf alte Namen setzen. So ist es jedenfalls rübergekommen. Sie haben von Annenkur geredet, von Barenboim, von Neuenfels.
Wo bleiben die Jungen? Ja, die Jungen werden kommen. Wie gesagt, das sind ja, das war alles noch relativ verkürzt. Natürlich, Petrenko ist interessant, Jurowski ist interessant, Nelsons ist interessant. Es gibt viele interessante junge Künstler, die man auch nach Bayreuth holen muss. Und wie man auch deutlich sagt, die auch Bayreuth erstmal kennenlernen müssen, wie es Thielemann gemacht hat, wie es ein Christoph Meyer gemacht hat, jahrelang. Und man kann natürlich nicht nur auf die Alten setzen, man muss auch, aber es muss eine Mischung sein. Es muss eine Mischung sein aus wirklich qualitativ hochwertigen Namen und jungen Leuten, die wirklich auf dem aufstrebenden Ast sind. Eben wie zum Beispiel in Nelsons. Toi, toi, toi. Dankeschön. Dankeschön. Okay.